Hallo liebe Leute, willkommen. Die Corona-Krise greift um sich. Wir alle sind mehr oder weniger davon betroffen. Die einigen mehr, weil ihre wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel steht und weil einige krank sind, viele krank sind. Viele sind auch schon tot. All das, was ich hörte, las, was ich in meinem Umfeld erlebte, bewog mich dazu, zu schreiben. All das zu verarbeiten. Das kann nicht jeder nachvollziehen. Jeder geht anders damit um. Die Probleme, die jeder persönlich hat, sind nicht für jeden Außenstehenden sofort sichtbar. Ich kenne Freunde, die pleite sind. Die wissen nicht, wie sie all die Rechnungen bezahlen können, sind ruiniert, trotz einiger Hilfen, die aber leider oft nicht ausreichen. Denn verloren gegangene Aufträge, die werden nicht bezahlt. Corona-Tod im Feld, Pressbox, COM, komm. Also wer Lust hat zu lesen, kann das tun. Mir sind auch Aufträge weggebrochen. Bin zu Hause. In meiner Bude kann ich schreiben. Es ist unfertig, noch Fragment. Muss hier und da noch korrigieren. Die Qualität sei dahingestellt. Wichtig ist, dass ich erstmal produktiv bin. Versuche, mich zu entwickeln. Das Risiko zu scheitern, das muss ich in Kauf nehmen. Ja, wer Bock hat, kann lesen. Ja, es tut gut, jetzt spazieren zu gehen, alleine. Das inspiriert mich, auch die Umgebung. Es ist wichtig, nicht die Hoffnung aufzugeben, immer positiv zu bleiben, anzupacken und sich nicht die Stimmung durch irgendwas verderben zu lassen. Ja. Ich werde mich bemühen und dann werde ich sehen, was draus wird. Corona-Tod im Feld, Pressbox, komm. Da könnt ihr mal schauen. Die Geschichte handelt von der Hauptperson Erik, der versucht, in der Corona-Krise klarzukommen. Und sein Freund Hussein, der versucht auch, in der Krise klarzukommen. Der andere Freund, Herr Mütchen, der ist alleingelassen, den besucht niemand. Und Tante Emmy, die an Corona stirbt, leider in der Geschichte. Die Geschichte hat leider kein Happy End. Der Tod findet im Feld statt von der Hauptperson Erik. Mehr verrate ich euch nicht. Lasst euch überraschen. Und
Ja, dann bis dann erstmal. Bleib gesund, optimistisch, gib die Hoffnung nicht auf. Alles Gute. Bis dann.